Von der Luftfahrt jetzt noch weiter hinaus ins Weltall. Dort hatte der Schauspieler William Shatner über viele Jahre als Captain Kirk das Kommando auf dem Raumschiff Enterprise. Heute soll er erstmals wirklich ins All fliegen. Shatner wäre mit 90 Jahren der älteste Mensch, der je ins All geflogen ist. Aufbruch in die unendlichen Weiten des Weltraums ist es keiner. Gerade einmal rund 10 Minuten wird der Kurztrip ins All dauern, bis auf etwa 100 Kilometer über der Erde. William Shatner wird gemeinsam mit drei weiteren Personen abheben. Um 15.30 Uhr unserer Zeit soll das Team in einer solchen Raumkapsel starten. Ich will den Weltraum sehen, ich will die Erde sehen. Sehen, was wir tun müssen, um sie zu retten. Aus einer Perspektive, die ich vorher nicht hatte. Eine Ikone für viele Science-Fiction-Fans hebt also erstmals wirklich in Richtung Weltraum ab. Nicht als Kapitän, sondern als Weltraumtourist.